Pankajasana. Pankaja heißt Schlamm geboren und ist eine andere Bezeichnung für Lotus. Wenn du bei Yoga Vidya bist, dann kennst du Pada Pankajam als einen Vers in dem Gajananam Stotra. Pankajasana, also die Lotusstellung. Und es gibt zwei Asanas, die es als Pankajasana bezeichnet werden. Zunächst einmal ist Pankajasana das gleiche wie Padmasana. Raffaella zeigt diese Lotusstellung. Gib einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel, so bist du in Padmasana. Beide Füße auf die gegenüberliegenden Oberschenkel, so bist du in Padmasana. Pankajasana ist aber auch die Bezeichnung eines anderen Asanas, welches, wie folgt erklärt wird in dem Buch von Garote, Encyclopedia of Traditional Asanas, gib die Zehenspitzen auf den Boden, gib die Fersen zusammen und gib die Knie auf den Boden. So bist du in Pankajasana. Eine weitere Stellung, die als Pankajasana bezeichnet wird, ist, setze dich auf das Gesäß, gib die Fußsohlen zusammen und hebe die Fersen hoch und die Zehen auf den Boden und gib dann die Knie auf den Boden. Auch dann gib die Hände auf die Knie und auch das gilt als Pankajasana. So hast du drei Asanas, die alle als Pankajasana-Lotusstellungen bezeichnet werden.